Kapitel 4. Die Götter werden zuschauen. Und hey, das kennen wir doch irgendwoher. Ja. Fuck. Fuck. Ah, ich hatte es ursprünglich mit Scheiß übersetzt. Okay, Scheiß Xenoläufer. Scheiß auf sie. Du hättest mich ihn töten lassen sollen, Burden. Liams Tod wird nichts zustande bringen. Wir müssen besser als Rache sein. Nichts zustande bringen? Oh. Mann, ich glaube, wir alle wären eine Menge glücklicher, wenn dieser Bastard jetzt tot wäre. Der Soldat hat hier einen Punkt, Burden. Ich stimme zu. Ich habe mein Leben dazu geschworen, ja, Leben zu retten, jedes Leben zu retten. Aber ich könnte mir jetzt eine Menge Nutzen durch Liams Leiche vorstellen. Okay, Leute, wenn die Wut euch lebendig hält, dann ist es in Ordnung für mich. Aber wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, von diesem Planeten runterzukommen. Donald, glaubst du, das kaputte Funkgerät wird funktionieren? Es wird schwierig sein, aber ich glaube, Brandon und ich können es rechtzeitig reparieren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, diktieren Notfallprotokolle, dass ein orbitaler Konvoi diese Radiofrequenz, diese Funkfrequenz alle 14 Monate durchkreuzen sollten. 14 Monate! Ganz ruhig. Aufgrund von meinen Kalkulationen wäre der nächste orbitale Konvoi in unserer Reichweite in den nächsten 23 Tagen. Wenn wir bis dahin ein Signal herauskriegen würden, dann haben wir eine Chance, gerettet zu werden. Es klingt gut, aber wenn wir es nicht schaffen, das Funkgerät bis dahin zu reparieren, werden wir hier noch ein Jahr festhängen. Das klingt machbar. Wir können das schaffen, Team. Wenn der Hunger uns bis dahin nicht tötet. Oder wir mit dem Medusa-Virus infiziert werden. Oder unter dem Druck zusammenbrechen werden. Oder bevor wir von wilden Raubtieren gejagt werden. Fangen wir mit der Arbeit an. Die Tage auf Sinaikos. Ich glaube, es wurde in der Zwischenzeit einmal Sinaikios geschrieben. Ich glaube, daher stammt auch, dass ich das zuerst falsch ausgesprochen habe. Ich glaube, das Spiel weiß selber nicht, wie man das ausspricht. Die Tage auf Sinaikos sind kurz. Und dieser Teil des Planeten bekommt nur ungefähr 5 Stunden Licht, bevor die Sonne untergeht. Also wenn ich die Zeit des Teams gut manage, werden wir 5 Arbeitsaufgaben pro Tag erledigen können. Konversationen nehmen viel Zeit ein, also konzentrieren wir uns auf unsere Aufgaben. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Sie sollten wirklich Gespräche mit uns zu einer hohen Priorität machen. Wir sind jetzt schon unter viel Druck wegen Xenolifers Attacke. Also wird die militärische Einstellung hier nicht funktionieren, Sergeant. Okay, ich werde mich um die delikate, zerbrechliche Gruppenmoral kümmern. Jedenfalls, die Tage sind immer noch kurz. Und das solltet ihr immer im Kopf behalten. Ihr könnt nur 5 Sachen pro Tag erledigen. Wir sollten nicht mehr Zeit verlieren. Lasst uns überleben, Team. Okay, und damit sind wir im nächsten Kapitel. Sieht ja wundervoll aus. Ziemlich fetzige Musik.
Ich glaube, bevor ich weitermache, mache ich erstmal Pause und schaue mir auch durch, was der Guide hier zu sagen hat. Zu dieser Aufgabenstellung. Ich habe den schon mal durchgelesen. Ich meine, ich wusste ja, was passiert, also dass dieses Kapitel passieren würde. Aber ich glaube, ich muss mir noch ein paar Notizen machen. In dem Sinne dann also bis zum nächsten Mal oder bis zum Moment nach diesem Schnitt. Wir werden sehen. Jedenfalls bis dann. Ach so, und ich wollte ja noch kurz mal die Galerie anschauen. Wir haben hier Kapitel 1. Ja gut, okay, das ist relativ offensichtlich. Das ist jetzt nicht irgendwie so neu. Ach, erinnert ihr euch noch? Damals, als wir das Weltall-Labor belagert haben. Ach, wie schön. Wir sehen hier Abraham, wie er gerade jemanden umbringt. Und jemand anderes ist schon tot. Das ist ja schön. Huch, okay. Ach, aha, es gibt alternativen Soundtrack. Es gibt Konzert. Es gibt Konzertkunst. Es gibt Konzeptkunst von Liam und Shaman. Aha, das sehen wir, wie die aussehen. Wir sehen auch, dass er tatsächlich wie ein Schamane aussieht. Das ist nicht nur so dahergesagt. Wobei Konzeptkunst natürlich heißt, dass sie möglicherweise nochmal eine Veränderung durchgegangen sind. Und ich glaube, er sieht nicht ganz so indianisch aus, sondern ein bisschen... ein bisschen futuristischer. Liam hingegen scheint, bis auf dieses Dings hier, was ich glaube nicht wirklich so da ist. Die Haare sind, glaube ich, auch nicht abrasiert an der Stelle. Sieht ansonsten relativ okay, passabel aus. Hat ihn mir aber auch trotzdem irgendwie anders vorgestellt. Wir haben Xenolifer Concept Art. Ja, das ist ganz schön. Wir sehen hier das Team. Okay, da sehen wir sie in normaler Uniform auch. Hat ein bisschen was von Star Wars, finde ich gerade. Irgendwie. Okay. Das ist der alternative Soundtrack. Es gibt keinen alternativen Soundtrack. Okay. Kapitel 2. Erinnern wir uns auch noch gut daran. Auch kein Soundtrack dazu. Ach so, im Pause-Menü kann man sich den anhören jeweils. Ah, okay. Okay. Concept Art. Irving und Alexander Irving und Liam. Dann will nochmal Liam. Nochmal. Ich glaube, das ist ein besseres Bild von ihm. Weil das auch stimmt mit dem Auge hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er das Auge im ersten Kapitel schon hatte. Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Vielleicht hat er das auch nur in dem Kapitel gehabt. Okay. Wir sehen jedenfalls Irvings Fratze und wir sehen Alexanders Fratze überhaupt nicht, weil er hat einen komischen Helm auf. Okay, schön. Die anderen Sachen können wir wahrscheinlich durch irgendwelche Achievements freikriegen. Dazu gibt es auch Guides, aber ich werde das, weiß Gott, nicht machen, weil es mir zu viel Arbeit. Ach man, ach so. Und bei dem ganzen Zufallszeug, was passiert? Nee. Außer vielleicht im einfachen... Weiß nicht, vielleicht im einfachen Schwierigkeitsgrad. Okay, Everdusk-Schiff. Ach, das Everdusk-Schiff. Das ist das Schiff. Oder eines von denen. Ich glaube, es war eher das hier. Das war das Schiff. Ich fand ja, dass es eher aussah wie so ein wirklich kleiner Schlitten. Nur so zwei Leute irgendwie, aber ich glaube, das lag an der Perspektive, weil das so im Hintergrund war. Übrigens, Fun Fact, man hätte an der Stelle auch sehr viel länger mit Marvin spielen können. Ich dachte, dass irgendwas passiert, wenn wir zu lange mit ihm spielen. Es passiert tatsächlich nichts. Es steht zwar da, dass es Zeit in Anspruch nimmt, aber man hätte weiter spielen können, man hätte weitere Sachen erfahren können über die Charaktere und was sie über das Ganze hier halten. Und auch, dass Burden sehr viel mehr mit Xenolifer eigentlich sympathisiert als... Naja, eigentlich, beziehungsweise... Ich meine, er ist ja da relativ aufgeschlossen darüber. Insofern ist es nicht so überraschend gewesen. Aber naja, das Schiff jedenfalls ist ja zerstört. Wir haben das Cave Lab. Okay, da... Okay, das ist nicht ganz so... spektakulär. Und wir haben
Ach, dieses Bild. Ja, das ist sehr. Ja. Ja. Ein bisschen deprimierend irgendwie. Es sieht, der Doktor sieht ein bisschen aus wie so ein richtiger Heroin-Junkie hier gerade. Wir wissen aber natürlich. Wobei Orange könnte auch. Könnte auch ein Adrenalin- oder Sedativ-Dings sein. Aber. Ja, okay. Donald scheint es auf jeden Fall nicht ganz so gut zu gehen. Ja, und die anderen sind alle beschäftigt am Graben, wahrscheinlich. Oder tot. Können wir was sehen vom der Zukunft? Also hier noch nix, okay. Hier, ach so, nee, Kapitel 5 ist noch nicht sichtbar. Macht auch Sinn, okay. So. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Ich habe nämlich nicht so viel Ahnung darüber, wie das hier ganz gut funktioniert. Bei dem ganzen, also der Guide, den ich bis jetzt konsultiert habe, immer, um eine gute Idee darüber zu haben, wie das Ding, wie die Kapitel am besten funktionieren, sagt mir hier relativ wenig, was problematisch ist. Und darüber hinaus kommt das Problem dazu, dass wir relativ begrenzte Aktionen haben. Also wir haben 5 Aktionen am Tag. Eine haben wir jetzt schon verbraucht. Das ist die zweite. Plüpp. Das ist die dritte schon. Vierte Aktion. Brauchen Holz. Ich hab... Ja, dann hol Holz. Ja, Brandon schaltet sich bereits eine Stunde bevor es ganz dunkel ist, aus. Ich habe 5 Holz. Kochen, bitte. Kochen, okay. Ach, weil er da Spieße braucht. Ach. Okay. Okay. Das sieht ja lecker aus. Gute Neuigkeiten. Ich habe 4 leckere Mahlzeiten prepared. Vier, wir brauchen aber 5. Die Ration für Marvin ist rohes Fleisch. Für Jack gekochtes Fleisch. Kocht. Gekocht. Gekocht und... Selber müssen wir nicht essen. Durchhalten, Leute. Ich hab das. Okay. Vielleicht sollte jemand von uns nachts arbeiten. Es kann nur ein... Also, nur... 2 Sachen sind da möglich, nämlich das Radio reparieren oder jagen. Ich würde lieber das Radio reparieren. Oh, scheiße. Okay, ich werde mein Bestes versuchen bei diesem schlechten Licht. 22 Tage übrig. Ihm geht's nicht so geil. Ich habe letzte Nacht an dem Radio gearbeitet. Wir sind jetzt näher daran, gerettet zu werden. Brandon kann uns Informationen geben. Ja, Donald geht es nicht so geil. Sergeant Burden, Error. Okay, geil. Ist richtig hilfreich. Wir haben noch 12 Rationen. Noch Holz. Muss ich da jetzt Holz hinzufügen, weil sonst wird das in der Nacht ausgehen. Dann ist es blöd. Eins. Reparieren. Und das war die zweite Aktion. Und ich muss kochen. Die dritte Aktion.
So. Blutig. Gut durch. Ah, 5 Mahlzeiten hat er jetzt. Dafür haben wir aber nur noch 7 Rationen übrig. Das heißt, ich würde sagen, in der Nacht sollte Jack am besten jagen. Gehen. Kann Donald nochmal das Radio reparieren? Ich hätte besser Holz holen sollen. Ich weiß nicht, wofür wir genau das Gegengift brauchen, ob jemand irgendwann mal plötzlich vergiftet ist. Nicht vergiftet, aber infiziert ist. Okay, Essenszeit. Marvin, bekommt rohes Fleisch. Der Rest, alles gekochtes. Gekochtes Fleisch hat den Vorteil, dass es besser für die Moral ist. Also, da, geht die Moral... Ich weiß nicht, ob die Moral richtig hoch geht oder so. Ich glaube auch nicht, Brandon Repair the Radio ist ja ausgeschaltet. Okay, Jack kann jagen. Okay, Sir, das habe ich. Dann 20 Tage übrig. Ich habe uns 5 Rationen und dafür 2 Kugeln verbraucht. Wir können auch mit Speeren jagen, aber momentan haben wir noch genügend Kugeln. Insofern... request information. Donald hat sehr schlechte Moral. Ich muss einmal reparieren lassen. Ich muss Holz hinzufügen. Ich muss kochen. Ich hoffe, dass jetzt das nicht schlimm ist, dass hier kein Holz mehr übrig ist. Also ich denke zumindest, dass ich immer Holz hinzufügen muss. Und hoffe, dass ich jetzt noch eine Aufmunterungsrede machen kann. Es heißt, Hunger und die Welt retten. Nee, manchmal Hunger und Tod sind die zwei Sachen, die wir nur brauchen, wenn wir wirklich irgendwie zu wenig Essen haben oder wenn jemand gestorben ist. Die anderen Sachen können auch so irgendwie funktionieren. Also bringen auch so etwas. Ich glaube wahrscheinlich beeinflusst es manche Leute mehr und manche weniger, was wir da auswählen. Also ich kann mir vorstellen, da ja vor allen Dingen Donald gerade mega schlecht drauf ist, dass wenn wir da sagen, das Radio, das Funkdings reparieren, das Radio reparieren, damit wir endlich mal SWR3 hier reinbekommen und gute Musik haben, dass das Donald mehr beeinflusst als ein Doktor oder so. Während zum Beispiel Dings, die wilden Tiere irgendwie abschrecken, wahrscheinlich eher irgendwie auf Jack oder so geht, als auf Donald. Deswegen mal Radio. Oh, brauchen mindestens einen halben Tag. Aber ein halber, hallo, wenn wir 5 Aktionen haben, die Hälfte von 5 sind 2,5. 2 Aktionen hätten wir jetzt noch. Also ist jetzt 3, ach so, wir sollten reden. Wenn sie irgendwelche schwierigen Entscheidungen treffen müssen, dann, ja, opfern sie mich, bevor sie opfern. Brandon kann die Arbeit auch ohne mich machen, okay. Stimmt ja, da war ja was mit, wir sollten mit den Leuten reden. Wir sind sehr dem Medusa-Virus ausgesetzt hier. Sie sollen es im Kopf behalten, die Leute, ein Auge auf die Leute zu halten, denn wenn jemand paralysiert wird, werden sie in 3 Tagen sterben. Das Problem ist, reden verbraucht Zeit. Okay,
haben wir ein rohes Fleisch, gekochtes Fleisch, gekochtes Fleisch, gekochtes Fleisch, gekochtes Fleisch. Und nachts wird Jack wieder jagen gehen. Ich habe eine Kugel verbraucht und habe es nicht geschafft. Es tut mir so leid. Sarah geht's nicht gut. Was mache ich hier für einen Kack? Ich bin ein furchtbarer Anführer. Sarah, eins. Klar, machen wir das Teamwork. Schreibe diese Worte hin, genau wie ich sie sage. Warum muss sie das hinschreiben? Warum kann man nicht einfach mit den Leuten reden und es klappt? Holz holen. Der Tag ist zu Ende. Okay, Burden, es hat Zeit gekostet, aber ich denke, es war es wert. Danke, dass du die Zeit genommen hast, diese Aufmunterungsrede zu schreiben. Ich werde das Team nicht enttäuschen. Jack muss jetzt jagen. Ich koche erstmal und hoffe, dass ich... Es ist die Frage, muss ich immer ein Holz hinzufügen? Das braucht so viel Zeit und wir haben nicht mehr so wirklich tolle Fleisch da. Und es mir wurde geraten, es war eine von den wichtigen Sachen von wegen so, achte immer darauf, dass du den Leuten gebratenes Essen geben kannst, weil sonst sinkt die Moral schneller ab, als du Arrivederci sagen kannst.